Ein Wald in der Nähe von Birmersdorf bei Dresden in der DDR. Am 21. April 1945 soll hier ein Flugzeug Hitlers mit den Tagebüchern an Bord auf dem Flug von Berlin nach Salzburg abgestürzt sein. Ein Flugzeugabsturz kurz vor Kriegsende. 11 Tote. Viele Geheimnisse. Derselbe Friedhof 38 Jahre später. Zwei Mitarbeiter des Stern. Ihre Recherchen zum Absturz lösen den Skandal um Hitlers Tagebücher aus. Welche Rolle spielte das Flugzeug bei der Evakuierung von Hitlers persönlichem Stab? Und warum haben sich später die Stasi, die Weltpresse und sogar Spielfilmregisseure mit einem Dorf in Sachsen befasst? Birnsen. Bremsen. Birnenschorf. Birnersdorf. Hier liegt der Schauplatz einer deutsch-deutschen Groteske, die die Kinder von Birnersdorf ein Leben lang beschäftigen wird. Eine Groteske um ein Flugzeug und seine mysteriöse Fracht, dessen Passagiere angeblich aus Hitlers engstem Umfeld kamen. Was wissen die Birnersdorfer darüber? Irgendwas ist gewesen. Es war in dieser Nacht, wo die denn bei uns abgestürzt sind. Der letzte Flug sollte das ja sein. Das ist eine ganz, ganz komische Sache und das sagen die Leute auch heute noch. Der 21. April 1945, früh morgens, unweit des sächsischen Erzgebirges. Ich bin früh aufgestanden und um 6:30 soll das gewesen sein. Und da haben wir den Flieger kommen sehen. Und ich wohne ja hier unten. Ne? Denn sie unten ist ja, und dort kam der schon und dann ist er hier über Rielsberg hier. Mein Vater hat das Brennen kommen sehen und wie es abgestürzt ist. Deshalb wissen wir, dass sich das überschlagen hat. Und da habe ich gehört, wie er im Stall zu meiner Mutter sagte, du, jetzt ist ein Flugzeug abgestürzt, das ist eine Ju-352, garantiert. Mein Vater war ja als erster mit an der Unglücksstelle und da sagte er, dass die Überlebenden, die, es müssen scheinbar noch mehr gewesen sein am Anfang, die Retter, sag mal, beschimpft haben, ihr feigen Schweine und so. Also mit üblen Beschimpfungen holt er sich heraus. Diesem Dorf und seinen Bewohnern fiel das Flugzeug damals quasi vor die Haustür. Birnersdorf, 35 Kilometer südlich von Dresden, irgendwo im Nirgendwo. Ein paar Höfe, keine Straßennamen. Hier leben die letzten Augenzeugen des Unglücks. Vieles haben sie gemeinsam durchlebt. Drei Epochen, den Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung. Alles, was das Schicksal vor ihre Füße wirft, haben die Birnersdorfer auf ihre eigene Art verarbeitet. Über den Flugzeugabsturz haben sie immer viel gesprochen. Nur nicht mit Fremden.
Niemand hätte wohl jemals Notiz von den Börnersdorfern und ihren Erlebnissen genommen, wäre dann nicht das mysteriöse Hitlerflugzeug gewesen, welches das kleine Dorf ins Zentrum der Weltgeschichte katapultierte. Es sind die letzten Kriegstage in Berlin. Der Anfang vom Untergang, dem apokalyptischen Ende des Dritten Reiches. Seit den Morgenstunden legen rund 1000 alliierte Bomber ganze Stadtviertel in Schutt und Asche. In der Reichshauptstadt stemmt sich das letzte Aufgebot gegen den Ansturm von rund 2 Millionen russischen Soldaten. Die neue Reichskanzlei. Darunter im Führerbunker diskutieren Hitler und seine Generäle die miserable Lage. Am Abend befiehlt Hitler die großflächige Evakuierung von Mitarbeitern der Reichsministerien aus Berlin. Und er lässt einen Teil seines persönlichen Stabs gehen. Hitlers langjähriger Chefpilot Hans Bauer bekommt die Anweisung, so viele Personen auszufliegen wie möglich. Schon 4 Tage zuvor hat er die letzten Flugzeuge der Reichsregierung auf den Flughäfen Berlins zusammengezogen. Jetzt in der Nacht des 20. April erteilt er seinen Flugzeugbesatzungen den Einsatzbefehl. Ebenfalls im Führerbunker schreibt Hitlers rechte Hand Martin Bormann in seinen Tischkalender: Abflug, Vorauskommando. Ein Teil der engsten Mitarbeiter des Führers soll sich zuerst aus Berlin absetzen. Als eine Art Vorhut für die Verlegung des Führerhauptquartiers nach Bayern, um von dort den Kampf fortzusetzen. Ein Plan, der nie umgesetzt wird. Doch in dieser Nacht dürfen zwischen 40 und 100 von Hitlers Mitarbeitern die Hölle Berlins noch verlassen. Mit ihnen werden auch große Mengen von Kisten aus der Reichskanzlei abtransportiert. Ziel eines dieser Konvois, der Flieger Horst Schönwalde, nordwestlich von Berlin. Wo heute nur noch Ruinen stehen, erwartet der Funker Ernst Günther in jener Nacht die Lastwagen aus der Reichskanzlei. 3 Jahre nach dem Krieg erzählt er davon in einem Brief an die Schwester des gefallenen Kameraden Eugen Basler. Alles schien so, als würden wir den letzten Kampf um Berlin, welcher sich schon in den Vororten abspielte, in Schönwalde erleben. Da kam gegen 2 Uhr am Morgen des 21. April der Befehl, Eugen und meine Maschine, außerdem noch mehrere andere Flugzeuge der Einheit, schnellstens für den Flug nach Salzburg startklar zu machen. Während man in Schönwalde beginnt, Vorkehrungen für den geheimen Flug zu treffen, beenden die Alliierten den Bombenregen auf Berlin. Jetzt oder nie muss der Aufbruch gewagt werden. Für die Flüchtlinge aus der Reichskanzlei ist es eine lebensgefährliche Fahrt. Quer durch das zerstörte Berlin tasten sich die Lastwagen zu den Flughäfen. Zur gleichen Zeit feiert Eva Braun in der alten Reichskanzlei den Geburtstag des Führers. Es ist die letzte Party des Dritten Reichs. Als in der Reichskanzlei die Lichter ausgehen, erreichen die Laster den Flieger Horst Schönwalde. Hier warten 2 der erfahrensten Piloten aus der Regierungsstaffel mit ihren Flugzeugen. Kurt Schulze und Friedrich Gundelfinger. Dass die Mission äußerst riskant ist, das ist allen Beteiligten klar. Wie Funker Ernst Günther später in seinem Brief an Eugen Baslers Schwester berichtet. Eugen sah, genau wie ich, der sicheren Durchführung des Fluges mit erheblichen Bedenken entgegen. Während Gundelfinger seine Entschlossenheit betonte, den Flug durchführen zu können und unbedingt vermeiden wollte, irgendwie in Gefangenschaft zu geraten. Kapitän Schulze will angesichts der einsetzenden Morgendämmerung mit seiner Maschine so hoch wie möglich fliegen.
im Schutz der Wolken, um feindlichem Flakbeschuss zu entgehen. Anders Kapitän Gundelfinger. Der vertraut auf seine Flugkünste und will mit seinem Flugzeug lieber tief über dem Boden bleiben. Ist das die entscheidende Fehleinschätzung? Die Flugroute soll von Berlin an Dresden vorbei nach Salzburg führen, zu Hitlers Alpenfestung. Etwa 500 Kilometer. Bei Jüterbock wurde Gundelfingers Maschine das letzte Mal von dem über ihm fliegenden Schulze gesehen. Dann brechen Funk- und Sichtkontakt ab. Da habe ich dann das Elend gesehen, wie das brannte, wie die Leichen draußen lagen, wie sie, und manche, die schrien noch vor Schmerzen, die waren noch am Leben. Eins weiß ich ganz genau, dass die Leiche dort gelegen ist, ich würde sagen, so groß, und mit dem Ring, mit dem goldenen Ring am Finger. Also das weiß ich genau. Ich hätte nicht gedacht, dass es Menschen sind, sondern verkohlte Stücke, circa so einen Meter lang. Also, was ich jetzt so weiß, dass da mehrere Menschen, wie man so sagt, dort verkohlt drauf waren. Auf dem Wagen. Es war ein normaler Brettwagen. Die Seiten runtergeklappt lagen die dort. Die Börnersdorfer bringen die bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen in die Trauerhalle neben der Dorfkirche. Das hat sich ja rumgesprochen, dass die in der Halle sind. Da haben wir mal zum Fenster reingeguckt, wie man ist, ein bisschen neugierig. Naja, da ist ja die Totenbacher dort drin und dort lagen die drauf. Die wurden ungefähr so in der Größe. Alles schwarz und verkohlt. Der Absturz beschäftigt nicht nur die Börnersdorfer. Die im Ort stationierte Flak-Einheit unter General August Schmidt wird beauftragt, die Fracht des Flugzeugs zu sichern. Da kam ein großes Auto, dann kam noch ein Auto und da war eine große Mannschaft. Und das waren Männer in Uniform und die stiegen ab. Und die sahen dann, dass die Kisten kriegen von dem Flugzeug. Es brannte ja noch, weil es ja explodiert war. So, und wo das dann ging, dann, uns haben sie natürlich weggejagt, das ist klar, wir mussten weit weg. Aber wir konnten das sehen, wie sie die Kisten geschleppt haben. Haut ja ab hier, das fliegt noch in der Luft hier und war alles Mögliche. Ja. Und dann natürlich, als Kinder, muss man schon sagen, hat man doch ein bisschen Angst. Und da zieht man sich dann noch ein Stück zurück und guckt und guckt. Die hektische Aktivität am Wrack, die Geheimniskrämerei. Den Börnersdorfern ist das von Anfang an suspekt. Erst recht, als sie mitbekommen, dass es sich um eine Regierungsmaschine aus Berlin handelt. Ungewöhnlich auch, dass so kurz vor Kriegsende noch eine Untersuchungskommission die beiden einzigen Überlebenden befragt, den Bordschützen Franz Xaver Westermeier und Gerhard Becker vom Führerbegleitkommando. Sie werden nach Bad Gottleuba ins Lazarett gebracht. Becker gibt dort noch zu Protokoll, wie er die letzten Minuten des Fluges erlebt hat. Wir bekamen nach 6 Uhr plötzlich Baumberührung. Unmittelbar darauf schlug die Maschine auf dem Boden auf. Ich bin herausgeschleudert und offenbar sofort bewusstlos gewesen. Becker erliegt nur wenige Tage nach dem Verhör seinen schweren Verletzungen. Die wichtigsten Fragen zu Flug, Fracht und Passagieren hatte nicht beantworten können. Zusammen mit den anderen Toten wird er auf dem Friedhof in Börnersdorf mit allen militärischen Ehren bestattet. Das scheinbar pompöse Begräbnis wirft noch mehr Fragen auf. Wer sind die Menschen gewesen, die jetzt auf dem Friedhof liegen?
Peter Göbel ist ein Enkel des damaligen Bürgermeisters. Im Kirchenarchiv findet er das Begräbnisbuch der Gemeinde. Die Eintragungen bestätigen, dass die Toten am 25. April 1945 beigesetzt wurden. Auch die Todesursache ist vermerkt. Flugzeugunfall mit Verbrennung. Die Namen der Toten sind so notiert, wie sie damals anhand von Gepäckstücken und Erkennungsmarken identifiziert werden konnten. Der Pilot Major Friedrich Gundelfinger, der vom Chefpiloten Hans Bauer wegen seiner Erfahrung für diese Mission ausgewählt wurde. Wilhelm Arndt, Hitlers Lieblingsdiener. Christa Schröder, seine persönliche Sekretärin. Und Else Krüger, die Sekretärin von Hitlers rechter Hand, Martin Bormann. Dazu Max Fiebes aus der Leibstandarte des Führers, ebenso wie Hermann Schleef. Der Bordmechaniker Wilhelm Budak, der Senior an Bord. Und der mehrfach ausgezeichnete Funker Eugen Basler. Einer der Passagiere bleibt unbekannt. Menschen aus Hitlers Umfeld und unbekannte Tote. In Börnersdorf hört man nie auf zu spekulieren und zu fantasieren. Fragen zu stellen traut man sich aber nicht. Und es gibt jetzt auch Wichtigeres als Hitlers Flugzeug. Der Krieg endet, der eiserne Vorhang fällt, die DDR entsteht. Gelegentlich bedienen sich die Börnersdorfer in ihrem Ersatzteillager im Wald. Denn dort liegt immer noch das Wrack des Flugzeugs, wie ein Foto von 1949 beweist. Teile, die hier so rumschwirrten im Dorf, unter anderem dieser Sternmotor, der von einem Bollerarm zum anderen geschafft worden ist. Das stimmt, wenn Hochzeit war, dann wurde der Motor wurde dann dort vor die Tür gestellt. Die war sehr schwer und dann hatten die ja ihren Kampf, in den wegzuräumen. Dann hatte ich noch so ein großes Stück Plexiglas, das war was für uns Kinder. Hast du angebrannt, guck an, hier, Glas brennt. Ja. So was und eine Lupe hatte ich noch. Das Plexiglas für ihre Hühnerstallfenster oder so. Wirklich war, wir haben damit gespielt. Damit haben wir richtig gespielt, das ist wahr. Nicht Börnersdorfer macht der Dorftratsch neugierig. Gerüchteweise hat hier sogar schon die Sowjetarmee nach Nazi-Geheimnissen gegraben. Und Anfang der 80er ist es mit dem Frieden in Börnersdorf dann endgültig vorbei. Dann kam ja der Reporter, der Gerhard Heidemann, der hat das dann erst mal richtig ins Rollen gebracht. Im November 1980 bekommen die Toten Besuch aus dem Westen. Von den Stern-Journalisten Dr. Thomas Walde und Gerd Heidemann. Ihnen wurden Tagebücher angeboten, angeblich aus der Feder Adolf Hitlers. Die Bauern von Börnersdorf hätten die Dokumente aus einer abgestürzten Ju-352 gerettet. Heidemann ist elektrisiert. Und da hat er sich ausgegeben als Enkel von, das kann ich jetzt nicht genau sagen, Gundelfinger oder Fiebes, aus Lübbe von Gundelfinger, hat er sich ausgegeben als Enkel. Da war ja ganz schöner Tumult. Da haben wir mal ein bisschen Leben im Dorf gehabt. Inspiriert von ihrem Besuch in Börnersdorf wittern die Journalisten vom Stern eine Weltsensation. Ein wichtiger Zeitzeuge scheint ihren Fund in seinen Memoiren zu bestätigen. Hitlers Chefpilot Hans Bauer. Bauer hat in der Nacht des 21. April 1945 die Flucht aus Berlin organisiert. Seine Aussage ist verantwortlich für den Irrsinn, der bald rund um den Flug der Ju entsteht. Denn in seinen Erinnerungen behauptet Bauer, dass Hitler am Boden zerstört gewesen sei, als dieser von dem Absturz und vom Tod seines Lieblingsdieners Arndt hörte. Bauer zitiert Hitler: Ich habe ihm außerordentlich wichtige Akten und Papiere anvertraut, die der Nachwelt Zeugnis von meinen Handlungen ablegen sollten.
Hitler konnte sich lange nicht beruhigen. Der Verlust schien ihm unendlich nahe zu gehen. Auch Rochus Misch, Telefonist Hitlers im Führerbunker, weiß um diese Geschichte. Misch hat Willy Arndt kurz vor Abfahrt noch im Hof der Reichskanzlei gesehen. Und auch er glaubt sich an Hitlers Reaktion zu erinnern. Der Willy Arndt, das wurde dem Führer gesagt, das weiß ich im Bunker. Mein Führer, das Flugzeug ist abgestürzt und ihr Diener Willy Arndt ist damit auch abgestürzt. Muss das sein, hat er gesagt. Die Aussagen der Augenzeugen, der Männer, die in jenen letzten Kriegstagen so nah an Hitler waren, sie machen Heidemann und Walde immer sicherer, einer Sache von größter historischer Bedeutung auf der Spur zu sein. Wir waren angesichts dieser Gräber, waren wir stolz, kann man nicht sagen, aber wir waren glücklich, dass wir sie gefunden hatten. Denn wir hatten zum ersten Mal was sehr Konkretes in dieser Recherche, in diesem Projekt, in diesem Fall nicht in der Hand, aber vor Augen. Das waren die Gräber und die Grabkreuze. Und das war wie so eine Art Bestätigung. Ein Teil der Geschichte stimmt. Nicht kann stimmen, sondern stimmt. So, und jetzt ging es eigentlich nur darum, in weiteren Recherchen mehr Puzzlesteine für das Flugzeug und was möglicherweise drin gewesen ist zu finden. Und das sollte ja durch Befragung der Börnersdorfer vonstatten gehen. Auch andere wollen das inzwischen. Heidemanns Recherchen scheuchen die Staatssicherheit auf. Und die hat ihre Informanten überall. Wir haben hier alleine in Börnersdorf mindestens 15 Leute gehabt. 15, die hier für die Stasi Berichte geschrieben haben. In dem kleinen Ort von 300 Einwohnern. Im Kielwasser Heidemanns fahndet jetzt auch die Stasi nach einer Nazi-Sensation am Rande Sachsens. Die Bauern von Börnersdorf und ihr Friedhof geraten ins Fadenkreuz der Staatsmacht. Man weiß es nicht. Es kann sein, die haben versucht, die Gräber zu öffnen, zu graben. Ich weiß es nicht. Das weiß niemand. Da gibt es keine Erklärung dafür. Hat niemand was erklärt bekommen. In der Schule da hat unsere Staatsmacht gesessen und die ganze Sache mehr oder weniger überwacht. Ob die Stasi wirklich den Börnersdorfer Friedhof umgegraben hat, wie viele Einheimische behaupten, ist nicht mehr zu beweisen. Die meisten Akten wurden vernichtet. Aus den Resten kann man herauslesen, auch die Stasi blickt in der Flugzeuggeschichte nicht durch. Sie setzt die eigenen Bürger unter Druck, scheinbar ohne Ergebnis. Sprach bloß einer was gesagt, haben wir schon wie's da. Du, wir hatten das noch. Wer noch? Wer noch? Was habt ihr alles gemacht? So geht das los und dann aus Angst, dann machen die alles. Das sagen die, ja, du und der hat das und das gemacht. Und deswegen jeder zurück, keiner ging mehr in die Kneipe, nichts. Die Stasi und die Westjournalisten, sie alle versuchen, den Börnersdorfern Geheimnisse über Hitlers mysteriöses Flugzeug zu entlocken. Und Heidemann hatte sich auch wieder im Intershop wohl versehen mit Damenstrümpfen und Schnapsflaschen und Kaffeetüten, weil er wusste, das ist etwas, was in der DDR bei Besuch immer willkommen ist und man dafür findet man immer aufgeschlossene Abnehmer. Der Heidemann hat eigentlich immer wieder gesucht. Hat eigentlich nie Ruhe gelassen. Na, hat er mich auch so gefragt. Und ich habe mir damals das Stück Plexiglas gegeben, die Lübe gegeben. Bisschen gegeben. Ärgert mich heute noch, aber naja, ist weg. Heidemann hat mir praktisch von diesem Besuch
ein zweites Ding mitgebracht, das diesen Eindruck bei mir, hier Tote, hier Gräber, jetzt Flugzeug, tatsächlich in Börnersdorf abgestürzt, verstärkte. Das war eine Schiene, die Heidemann im Waldboden, so hat er es mir erzählt, gefunden hat. Er selber brachte sich zwei Fenster mit, die nach seiner Auskunft Kanzelfenster in dem Flugzeug gewesen sein sollen. Und die hatte er von einem Bauern in Börnersdorf bekommen. Da wollte er was von dem Flieger haben. Dann hat mein Vater die Frontscheiben oder die Seitenscheiben, die zum Drehen waren, sagt, die sind aus dem Flugzeug. Die waren aber nicht aus dem Flugzeug, die stammten von meinem Auto. Naja, also ihm hat sie ein Beckel Kaffee eingebracht oder so. So waren die kleinen Tauschgeschäfte. Ich suchte immer nach Hinweisen, die dafür sprachen, Tagebücher. Ja, es gibt sie und wir haben sie. Die Gräber auf dem Friedhof in Börnersdorf. Der Pilot Major Gundelfinger. Die Fundstücke vom Wrack inklusive der angeblichen Kanzelscheiben. Die Beweiskette ist schlüssig. Und als Heidemann und Walde dann das erste Hitler-Tagebuch in den Händen halten. Da war dann mit Siegellack ein Reichsadler eingestempelt. Und in den Flügeln des Reichsadlers fand sich im Siegellack Staub. Ja, das war so eine kleine filigrane Flügelandeutung. Und wir sahen diesen Staub, als wir das Buch kriegten, und haben gesagt, Staub aus der Reichskanzlei. Am 25. April 1983 geht der Stern an die Öffentlichkeit. Er druckt exklusiv Auszüge aus Hitlers Tagebüchern. Eine Weltsensation. Und Heidemann mittendrin. Der Stern mit seinem Star-Reporter Heidemann präsentiert der Welt eine Sensation. Die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler. Die internationale Presse stürzt sich auf das Thema. Börnersdorf, das unbedeutende Dorf im Nirgendwo der DDR, steht plötzlich im Scheinwerferlicht. Der Stern begann heute mit der Veröffentlichung der Dokumente. Auf einer Pressekonferenz der Chefredaktion in Hamburg wollten Wissenschaftler aber nicht ausschließen, dass es sich bei den Tagebüchern um perfekte Fälschungen handeln könnte, möglicherweise aus der DDR. Aus den Zweifeln wird schnell Gewissheit. Er hat die Tagebücher gefälscht. Konrad Kujau, Militaria-Händler aus Stuttgart. Kujau erkannte die Chance, die ihm die Geschichten um das in Börnersdorf abgestürzte Flugzeug boten. Der Rest war Fälschertalent, Fantasie und wohl auch ein bisschen Hochmut. Ich muss Ihnen sagen, ich fühlte mich die letzte Zeit schon direkt als Hitler. Ich war Hitler. Kujaus Fälschung ist ebenso perfide wie genial. Da er weiß, dass niemand aus dem Westen die Geschichte hinter dem eisernen Vorhang überprüfen kann, spinnt er die Legende, dass Bauern in Börnersdorf Kisten aus dem Flugzeug gerettet haben und er den Inhalt dieser Kisten besorgen kann. Zuerst Hitlers angebliche Tagebücher, Kujaus Verkaufsschlager, dann Zeichnungen von Hitler. Und je besser das Geschäft läuft, desto mutiger wird Kujau. Er bietet an Hitlers Buch über Friedrich den Großen, einen dritten Band von Mein Kampf und eine Oper aus Hitlers eigener Feder, Wieland der Schmied. Bei Kujau wird der Führer zum Allround-Künstler. Eine Komödie, die 1992 verfilmt wird. Apokalyptischen Ausmaßen. Habe geträumt, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, mit dem ich morgen mein gesamtes geheimes Privatarchiv aus der Reichshauptstadt in meine Alpenfestung verbringen lassen will. Gundelfinger, mein treuer Pilot, tut
Genau so war's. Zerschellt auf einem Acker im Nirgendwo. In dem Traum vernahm ich den Namen eines Ortes, den ich noch nie zuvor gehört hatte. Birnsen. Birnenschorf. Börnersdorf. Zum Schluss, nach der Affäre, war man ja selbst nicht mehr sicher, ob man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Die Annahme kam ja nicht von ungefähr bei der Dimension dieses Wahnsinns. Am Ende dieses Wahnsinns ist auch das verschlafene sächsische Dorf zur Lachnummer geworden. Von Börnersdorf und den Börnersdorfern will jetzt niemand mehr etwas wissen, außer ein paar Verrückten. Reliquiensammler, vor denen sie sogar die Grabkreuze im Kirchturm in Sicherheit bringen müssen. Andere, Journalisten, Historiker und sonstige, seriöse Leute, lassen seit dem Sternskandal lieber die Finger von Börnersdorf und seinem Flugzeug. Dabei sind die Rätsel längst noch nicht gelöst. Denn was war denn nun im Flugzeug? Und wer liegt wirklich auf dem Friedhof? Die Sekretärinnen Christa Schröder und Else Krüger jedenfalls nicht. Das ist schon seit 1948 klar. Damals erhielten die Börnersdorfer Post von einer Toten. Christa Schröder schreibt an Pfarrer Rothe, dass sie von ihrem eigenen Ableben gehört habe. Sie und Else Krüger erfreuten sich aber bester Gesundheit. Der Fahrer habe sie damals von der Reichskanzlei nach Tempelhof gefahren, statt nach Schönwalde. So landete ihr Gepäck in der Unglücksmaschine, sie aber wohlbehalten in Bayern. Wenn also die Sekretärinnen nicht mit der U352 abgestürzt sind, wer dann? Wer sind die inzwischen drei unbekannten Toten? Ausgerechnet Christa Schröder selbst heizt versehentlich die Gerüchteküche an. Bei einem Besuch der Gräber in Börnersdorf kommt es zu einem Missverständnis mit dem Vater von Helfried Leuteritz. Ja, die haben sich meist alleine unterhalten. Und dann waren sie aber auch mal drüben in der guten Stube und da war so ein Spalt in der Türe. Und da hat der Vater danach gefragt, auch ob da ein Mann und eine Frau noch drin gewesen, die zwei. Und da war für mich klar, dass das kann nur Hitler sein und seine Frau. Und da hat die bloß geantwortet, die waren beide drin. Die waren beide drin, also im Flugzeug. Und das ist eben das Geheimnis, was drin ist. Dann hat man da auch gesagt, na ja, das ist der Adolf mit drin, kann ja gar nicht anders sein. Hat eben alles solche Sachen, aber wir haben es doch nie gesehen. Wir haben nur das bisschen, was da ist. Adolf Hitler, Eva Braun, es wurde im Börnersdorf immer erzählt. Und vor allem ältere Leute, die es miterlebt haben, die hat immer gesagt, also das ist der Adolf und das ist die Braun, die Unbekannten. Das sind Vermutungen. Die haben ja gedacht, das ist der Adolf und die Eva. Die Eva Braun, haben sie ja gedacht. Haben die nicht dort auch schon einmal gegraben hier? Ja, das haben sie erst gesagt. Sie haben gesagt, Adolfsruh. Hätten sie begraben mit Bannerstoff auf dem Friedhof, hat sie gesagt, das heißt nicht mehr Bannerstoff, das heißt Adolfsruh. Ein unglaubliches Gerücht. Eines, das Rochus Misch leicht widerlegen kann. Er hat nach Hitlers Selbstmord die Leichen gesehen. Da sah ich die Eva auf dem Sofa mit angezogenen Knien. Der Kopf von der Eva war an Hitlers Seite. Hitler Kopf war auf dem Tisch. Nicht? Und ja. Alle Vermutungen, dass Hitler auf andere Art und Weise gestorben sei, weist Misch entschieden von sich. Da gibt es keine Zuschauer mit Hitlers Tod. Nur der Henschel, Dretzbach, Ginsche, Linge, ja, und Goebbels. Da kam niemand vom Reichsheeresdienst. Niemand kommt dran. Hitlers Tod hat niemand weiterlebt, außer wir, die dort gearbeitet haben. Wenn nicht Adolf Hitler und Eva Braun, wer sind dann die drei unbekannten Toten auf dem Friedhof in Börnersdorf?
Am 21. April 1945 werden in Berlin in nur wenigen Stunden mehr als 2000 Reisepapiere ausgegeben. In der Eile falsch verladenes Gepäck. Lastwagen, die verschiedenste Berliner Flugplätze ansteuern. Passagiere, die in letzter Sekunde die Maschinen wechseln oder doch nicht fliegen. Ein Durcheinander ohnegleichen. Heute zu rekonstruieren, wer die unbekannten Toten aus der Ju-352 waren, ist wohl unmöglich. Und genau das führt seit nunmehr fast 70 Jahren zu immer neuen Mythen und Legenden. Und da kommt der Flieger und brennt lichterloh und kommt dort drüben direkt über die Bäume. Bäume? Bäume. Früher gab es hier mal Bäume. Ich meine, jetzt gibt's keine mehr hier, keine Bäume. Und ich denke noch, na, der knallt doch bei euch in die Scheune. Aber nee, genau hier, wo wir jetzt stehen, da macht der runter. Und da höre ich noch, wie einer bläht, der will raus und so, aber da wird doch gar nichts mehr zu machen. Es wird alles kaputt, verbuchen, heiß, es wird alles verbrannt. Und dann mit dem Schlag. Totenstille. Schrecklich. Ist ja toll. Ist ja ganz schrecklich. Ich meine, ist ganz furchtbar. Jetzt nur noch eine kleine Frage am Rande. Was war denn da drin in dem Flugzeug? Ich meine, außer den Toten. Ja, eigentlich nicht gar nicht. Gar nicht? So eiserne, wie sagt man? Kisten? Ja, Kisten. Auch wenn Stonck sich über den ganzen Irrsinn lustig macht, die Kinder von Börnersdorf haben an der Absturzstelle wirklich Kisten gesehen. Und Uniformierte, die sie davon schafften. Ab die von der SS waren, fuhren dann hinterher noch welche in der Wohnung. Das weiß ich. Ich kenne auch, also die Uniform war schwarz und das Totenkopfabzeichen. Und meine Mutter hat gesagt, keine Unterhaltung mit dem zu mir. Ich hatte da irgendwie einen Witz gemacht, irgendwie, der nicht ganz echt war. Und das durfte ich dann nicht mehr reden. Es waren Holzkisten dabei. Und das, meines Erachtens sind das die anderen Stahlkisten gewesen. Zwei Mann, eine Kiste mussten die schleppen. Und da kam dann ein 3/6er Opel, Allrad, das weiß ich noch. Und dort sind die Kisten aufgeladen worden. Was drin war, kann ich nicht sagen, weiß niemand. Ich will niemanden verklären. Es ist Schmuck drin gewesen. Das weiß ich von der Frau Koschmieder. Es ist Schmuck drin gewesen. An die Holzkisten kann ich mich erinnern. Dort ist auch Munition drin gewesen. Aber was in den anderen Kisten war, ich habe keine Kiste aufgemacht. Zwei oder drei Kisten waren nicht sehr groß, aber sehr schwer. Da ist Gold drin. Irgendwann hat immer gesagt, ganz kleine Bahnen sind das. Nicht groß, kleine Bahnen sind das gewesen. Nicht so, wie sie üblich sind, kleine Bahnen. Und diese Bahnen oder diese Kisten, wenn man so sagen, die sind nächsten Tag oder übernächsten Tag, das kann ich nun nicht genau sagen, von SS-Leuten abgeholt worden. Das ist Fakt. Ja, klar. Man hat es gehört, immer wieder, ja, dort ist was im Busch geschafft worden. Aber keiner hat richtig gesagt, was fortgeschafft worden ist. Ja, das sind dann schon Sachen. Es hat immer erzählt worden in Börnersdorf. Gold haben sich manche Leute geholt, ich kann keine Namen sagen. Gemälde, was noch so, vielleicht noch so, ging, hat sich mancher nach Hause geschafft. Und dann wurde viel erzählt, viel Geld ist in dem Flugzeug gewesen. Von dem, was in den Kisten war, hat man so manches aufgesammelt an der Absturzstelle. Glasflaschen, Porzellanbruch, geschmolzenes Silber, Schlösser von Koffern und Kisten. Massenhaft 4711 Fläschchen. Alles Dinge, die mehr auf einen Umzug hindeuten als auf eine planmäßige Verlegung von militärischen Stellen. Privates eben und Zahnarztbesteck. Hinweise, was es damit auf sich hat, liefern Verhörprotokolle aus amerikanischen Archiven.
Dort sagt Hugo Blaschke, Leibzahnarzt der NS-Elite, aus, er habe eine kleine Zahnbehandlungsanlage in die U352 verladen. Außerdem Röntgenaufnahmen der Gebisse der Nazi-Oberen, darunter auch die von Adolf Hitler. Sie sind heute verschollen, während die Zahnarztinstrumente an der Absturzstelle gefunden wurden. Im Buch Hitler, einem 2005 von Historikern entdeckten Geheimdienstdossier aus Stalins Tagen, findet sich eine Erklärung. In russischer Gefangenschaft verrät Hitlers Leibdiener Heinz Linge, er habe am 20. April im Bunker alle persönlichen Sachen außer der Kleidung, die Hitler täglich trug, für den Flug nach Salzburg in 40 Kisten verpackt und Gundelfingers Flugzeug mitgegeben. Zeitgleich, so die Aussagen, habe Hitlers persönliche Köchin Constanze Manciari des Führers Diätprodukte reisefertig gemacht, kistenweise Knäcke und Knusperbrot. Startete die U352 also mit Hitlers Hausstand in die Alpenfestung? War das Vorauskommando ein privater Umzugswagen Hitlers mit Begleitschutz? Tatsächlich ist dies die glaubwürdigste Theorie zu dem geheimnisvollen Flug. Ein Flug, der am Anfang eines der größten Presseskandale der Geschichte stand. Ein Skandal, der den Stern 9,4 Millionen D-Mark kostet. So viel hat der Verlag für die Hitler-Tagebücher gezahlt. Gerd Heidemann kostet die Geschichte Job und Freiheit. Und Thomas Walde die Karriere beim Stern. Und die Börnersdorfer? Große Schätze sind ihnen im April 45 wohl nicht vor die Tür gefallen. Höchstens Schmuck und ein paar Bündel Devisen. Und selbst die wären keine Entschädigung gewesen für all die Aufregung. Dafür, dass sie fast 70 Jahre vom Schatten eines Flugzeugs verfolgt wurden. Und von den Menschen, die an seine geheime Fracht glauben wollten. Lass mal ruhen. Ja. Sag mal, ein altes Sprichwort sagt doch, an jeder Geschichte ist etwas Wahres dran. Das könnte vielleicht bestimmt auch stimmen. Ich habe ja gesagt, es gibt so vieles, aber man müsste die Wahrheit erst mal wissen. Die sagt mir, ich weiß gar nicht, was heute los ist in Bernersdorf, sind ein Haufen Kameraleute rumgerannt. Er hat sie wahrscheinlich uns gesehen. Ich sag, die sind hier in der Küche. Guten Dank. Bitte.